Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Weird Park. Wir müssen uns jetzt einen Fernseher finden. Und ich habe keine Ahnung, wo wir danach suchen sollen. Ich schaue jetzt einfach mal, ob wir irgendwo ein Wimmelbild wieder freigeschaltet haben. Hier nicht. Hier auch nicht. Ist jetzt wieder schön spät am Abend, dass es dunkel draußen ist und ich mich wieder zu Tode erschrecken kann. Was haben wir denn? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, hatte ich das schon probiert? Anscheinend schon. Ein Tipp wäre sehr hilfreich, liebes Spiel. So, mal hier gucken. Nee, immer noch nichts freigeschaltet. Können wir mit dem Messer vielleicht hier... Probier's mal mit dem Föhn. Haha. Farbe wieder flüssig machen. Okay, also es ist auf jeden Fall kein Wimmelbild freigeschaltet. Das heißt, wir müssen mit dem Riechsalz um uns schmeißen. Was hatte ich denn als letztes gemacht? Genau, da war ich hier drin. Und bla bla, ich muss einen anderen Fernseher finden. Kassette haben wir nicht. Also wir haben Feuerzeug. Was haben wir denn hier drin? Genau, Plakat, das hatten wir noch gemacht, das weiß ich noch. Ich habe eine Kassette im Safe gefunden. Als ich sie abgespielt habe, sagte eine Stimme Creed. Was bedeutet das? Ja. Keine wirklichen Informationen. Was haben wir hier? Ach, genau. Bla 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 bla. Werkzeug. Hier nimm Föhn. Nimm Feuerzeug. Nimm Riechsalz. Passt schon. Zünden wir an. Nimm Messer. Ach, dann halt nicht. Okay, also hier kann man anscheinend nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Was ist... Achso, hier geht auch nichts mehr. Hier unten brauchen wir nicht mehr hingehen. Hatten wir hier... Ich brauche eine Karte. Okay, also die Karte haben wir anscheinend ja noch nicht gefunden gehabt. Oh Gott, das ist schon... Na, guckt mal hier die Puppe. An wem erinnert sie euch? Hä? Ja, genau. Ein Let's Play von mir, ne? Wo es auch um Klauen ging. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dieselben Macher sind. Da müsste ich jetzt nachschauen. Okay, also ich habe echt gar keine Ahnung. Okay, da lang. Hust, hust, hust. Wuhu! Oh, immer dieser Sommerhusten hier. Hä? Okay, also wir müssen hier rein. Gut, mal gucken, ob ich was... Jetzt muss ich nur noch die Zündschnur anzünden. Es ist eine Schande, dass ich keine Streichhölzer mehr habe. Ja, warum hast du wohl keine Streichhölzer mehr? Weil wir sie weggeworfen haben. Oh! Oh Gott. Leicht erschrocken. Ganz leicht. Und wieder ein Teil. Und uns fehlt jetzt 1, 2, 3... Höchstens 4 Teile noch. Und dann wollen wir mal reingucken. Nein! Hier fehlt ein Griff! Verdammte Kiste! Ach, da hinten vielleicht. Ja, ja, ja. Noch ein Teil. Super. Und ein Ticket. Ah, okay. So, dann gehen wir erst zur Wahrsagerin wieder. Wo war die denn nochmal? ach, genau, hier oben. Oh Gott, ey. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, ey. Was kriege ich? Shakalaka.
Symbole sind vor der Glaskirche. Ich frage mich, was sie bedeuten. Ups, ah nein. Oh, ich wollte hier drauf drücken. Wollte das... Moment, ich glaube, ich muss ja aufschreiben, wa? Und ich habe jetzt gerade keinen Stift parat. Moment, 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 Moment. Doch, ich habe einen Stift. Juhu! Was nehme ich denn? Ich brauche was zum Aufmalen. Also, wir haben einmal ein Mönchchen, dann das Zeichen, Pentagramm, Musiknote und ein Herzilein. Du musst nicht traurig sein. Dingeling, ding, 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 ding. Und so weiter und so fort. So, wo wollte ich hin? Ach, genau. Wieder zurück ins Zirkuszeltchen. Und dann werden wir doch mal die Tür anmontieren. Oh, hi! Es ist John! Ich kann es kaum glauben. Ich habe ihn gefunden. Er scheint bewusstlos zu sein. Ich sollte versuchen, ihn aufzuwecken. Und was haben wir? Riechsalz. Mmh, lecker, lecker, Schmecker. Mmh, nimm meine Nase. Who are you? Actually, that's not important. Bloody doll has me wrapped around his little finger. All I want is to get out of here. Okay. Sagst du mir noch was? Johns Hände sind an deinen Stuhl gefesselt und sein linkes Bein ist mit einer Fußfessel angekettet. Ich muss einen Weg finden, um ihn zu befreien, aber wir können ja mit dem Messer schon mal. Genau. So. Dann haben wir... Was haben wir hier? Hier können wir nichts nehmen. Hier ist aber eine Schublade. Die Schublade hat keinen Griff, so kann ich sie nicht öffnen. Versuch mal mit dem Schraubenzieher. Der Schlüssel steckt fest, ich brauche ihn aber, um die Schublade zu öffnen. Messer. Föhn. Und hier haben wir einen Lappen. Ein Stückchen Lappen. Aber was mache ich damit? Wenn ich eine Nadel für das Grammophon finde, kann ich eine Schallplatte abspielen. Ah, okay. Huch. Ah, nein, da will ich doch nicht hin. Hm. Aber es scheint sonst nichts weiter hier zu sein. Ah, toll, sind wir ja weit gekommen. Ist? Okay, okay. Sorry, Leute. Bevor ich wieder draußen die ganze Zeit am Rumwuseln bin. Ach! Ja! Oh Gott. Ich bin auch ab und an echt zu blöd. Ach so. Gib mal her. Platte? Ja! Vielen lieben Dank. Buch. Und ein Buch. Schallplatte. Und dann... Ah, ein Portal. Okay. Gut. Hier ist die Grammophonnadel. So, dann haben wir hier einen Schlüssel. Ein Schlüssel für was? Oh, oh, Wimmelbild. Ja, ich habe mich schon gewundert, wann denn mal wieder eins kommt. Disco-Kugel. Und ein Kaffeepott irgendwo im Nirgendwo. Da. Eine Mausefalle. Oh. Finde ich immer ganz schlimm, sowas. Zahnbürste. Darf man nicht vergessen, niemals. Das wird sonst nicht sehr lecker sein. Am nächsten Morgen und am Abend und generell überhaupt. Und wir brauchen eine Musiknote. Die hatte ich doch gesehen. Da ist sie. Und die Schreibmaschine, damit wir ein Briefchen an unseren lieben Clown schreiben können. Er vermisst uns sicherlich schon sehr arg. Also... Die Sehnsucht ist ja förmlich schon anzusehen. Auch wenn wir ihn nicht sehen, aber man kann es schon sehen, ne? Ein Fernseher, da! Ah, okay, okay. Dann wissen wir ja, was wir bekommen, ne? Ein Fischglas und ein Gürtel. Gürtel, 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 Gürtel. Da! Kopfhörer. Hm, hier. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Teller. Teller, 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 Teller. Teller? Wo bist du denn? Hallo? Ach, hier! Sah nicht wirklich aus wie ein Teller, deswegen...
Habe ich da nicht so wirklich drauf geachtet. Wo war denn jetzt... Ah, genau, zurück. Zurück und hier rein. Nee. Da rein. Oh, Mitch. Nein, falsch. Doch, richtig. Hui. So. Ich sollte versuchen, mir das Videoband anzusehen. Hä, welches Videoband? Das ist das Notizbuch von Louis Gorsch. Er wählt ein Portal in eine andere Welt. Nach seinen Zeichnungen muss ich eine spezielle Schallplatte abspielen, um das Tor zu öffnen. Hm, könnte die zerbrochene Schallplatte im Park die richtige sein? Hatten wir irgendwo ein Videoband? Nö, anscheinend nicht. Okay, aber er weiß, dass wir ein Videoband irgendwie finden werden. Ach, genau, der kleine Schlüssel. Hier war aber nichts. Nee, hier war auch nichts. Okay. Hm. So, okay. Wieder von Anfang. Hier ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts. Und mit dem... Können wir das vielleicht irgendwie nass machen? Den Lappen? Lappen, 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 nass machen. Ging's? Nee. Ging nicht, okay. Hier irgendwas? Nee, ne? Was haben wir denn hier? Ah! Wie geil! Mit E noch dazu. Dann wollen wir doch mal ein bisschen hier unten rumstochern. Stoch, stoch, stoch. Und wir haben eine Lochkarte. Prima! Eine Schablone. Ah, okay. Keine Ahnung, ob ich jetzt einen richtigen Gedanken habe, aber... Okay. Ging nicht. Für was könnten wir denn die Schablone gebrauchen? Puh. Und vor allem... Was mache ich mit dem Schlüssel? Das Spiel schafft mich. Also ich weiß nicht, in den anderen Wimmelbildspielen, irgendwie ist man da geradlinig immer durchgekommen, ne? Aber, oh Gott. Ach, genau! Thanks, my friend. Please? I don't want to stay here any longer. And you'd better get out of here too. Okay. There's something... evil going on in this park. I don't know for sure, but I believe it's connected to Louis Goss, a clown that died 2 years ago during a circus performance. If I'm wrong, I don't want to know. I've had enough of this place. If you want to know the truth about this place, figure it out on your own. The only thing I can do to help is give you this videotape. The doll tried to destroy it. I don't know what's on it. Perhaps nothing of consequence. Good luck, my friend. Danke. So. Wie gesagt, also, ich finde ja, in den anderen Wimmelbildspielen war das irgendwie geradlinig. Man konnte sich gar nicht groß, ich sag mal, verlaufen in Häkchen, ne? Aber hier, da weiß ich echt ab und an überhaupt nicht, was ich machen soll. So, aber das Videoband gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Und bis dahin sage ich, bye!